Hier sind auch noch drei, die nehmen wir noch mit. Gucken wir mal, wie viel wir haben. Müsste dann ja auch schon fast reichen eigentlich. So, wie sieht's aus? 47, brauchen wir noch ein paar. Nicht viele. Ach, von mir aus auch da. Ja, das war's tatsächlich schon mit den Settlings. Das ist ja der Wahnsinn. Naja, zumindest ein Sapling würde ich mir ganz gerne mitnehmen, falls wir diese Baumzucht irgendwann mal machen wollen oder auch nicht. Kann man ja auch so spontan irgendwo machen. Dass man jetzt einfach da irgendwie einen Baum mit Bone Meal hochzüchtet, ihn wieder umfällt und dann neue Saplings kriegt. Ach komm, jetzt gib mir doch mal welche hier. Ungeheuerlich. Guckt euch das an, kein einziger Sapling. Langweilig. Oh, das sind die falschen Blätter. Alter Vater. Da ist einer. Immerhin. Sind da hinten vielleicht ein paar runtergekommen? Ja, welche? Zwei. Vier. Sonst noch was? Fünf. Sehr gut. Fünf sind schon mal gut. Oh, perfekt. 2x64. Dann können wir wieder abhauen. Oh. Schön. Pass auf. 9 haben wir noch. Dann können wir, keine Ahnung, 6, 7 noch hier irgendwo einpflanzen. Da sind auch noch welche. So, dich nehme ich auch noch mit. Komm da runter. So, da haben wir auch noch einen rein. Hm, da ist gerade einer runtergefallen. Das passt ja. So, lass mich doch da hoch jetzt. Dankeschön. Ja, hier unterwegs noch so den einen oder anderen und dann reicht's auch wieder. So, und da und da und... Na, da steht auch schon einer. Pass auf, dann hauen wir hier auf den Zipfel auch noch. 2 und dann geht's wieder los. Dann verschwinden wir wieder. Ja, eine Folge Bäume gefällt. Ist auch nicht schlecht. Aber jetzt machen wir auch wieder die Fliege. Wir haben eine Menge Eichenholz, eine Menge Birkenholz. Das ist auch schon mal ganz schön und damit können wir auch schon mal was anfangen. Dann gehen wir uns gleich in den Nadelwald und bauen da ein Schiffchen. So sieht zumindest der Plan aus. Genaue Baupläne habe ich natürlich auch nicht. Ich meine, ihr kennt mich ja, als ob ich Baupläne hätte. Ist ja Quatsch. So, hier die Düne rauf. Es wird jetzt schon wieder dunkel. Also noch nicht ganz, aber bald. Lange ist es nicht mehr hin. Ja, zu Hause sind dämmert es bestimmt, mindestens. So. Sprintmodus rein und los geht die Fahrt. Was ist das hier eigentlich? Oh, das kann man gar nicht mitnehmen. Ach, wir sind hungrig. Deswegen können wir nicht mehr sprinten. Wir müssen mal ein paar Steaks essen. So. Durch die Wüste bei Ukulelenmusik. Ist auch mal was Feines. Gibt passenderes, aber ist egal. So, der Sonne entgegen. Allerdings nicht Richtung Süden. Eher so Richtung Westen. Aber interessant, da müsste quasi Westen sein. Das passt auch, dann ist da Norden. Naja, wie dem auch sei. Aber ich bin sicher, im Süden finden wir auch irgendwann einen Nadelwald und Schnee. Und dann wieder eine Wüste und dann, ihr wisst ja, wie das ist. So, da haben wir schon unsere schneebedeckten Gipfel.
Und da hinten sehen wir schon unser Haus. Das ist doch klasse. Das stimmt übrigens gar nicht. Da ist Süden. Da ist Norden. Das ist ja witzig. Unser Eis ist also im Süden. Mhm. Interessant. Wo ich nochmal so drüber nachdenke, wenn da Westen ist, muss da Norden sein. Denn in der Laiensprache ausgedrückt ist Westen ja links. Wenn man jetzt so eine Landkarte vorstellt. Können wir eigentlich schon mal pennen gehen jetzt so spontan? Ich meine, es wird ja immerhin gleich dunkel. Natürlich nicht. So. Ja, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen unser Inventar, können wir noch mal ein bisschen aufräumen. Hier ist ein dämliches Ei. Weißt du? Kannst dir auch einen Kopf hauen. So. Holz, das nehmen wir aber gleich mit. Ansonsten brauchen wir vielleicht noch ein paar Holzutensilien hier. Oakwood Stairs. Können wir uns ja auch mal welche mitnehmen. Oakwood Planks. Das sieht irgendwie bei diesem Texture Pack alles ziemlich gleich aus. Jungle Wood können wir uns auch so ein bisschen mal mitnehmen. Ansonsten ja so dämliche Schleimpopel da, wer braucht das denn? Können wir hier in die Beutekiste legen. Ja. Werkzeug, ja komm. Diverses ist doch eine tolle Kiste. Apple, aber ich habe eigentlich gar nichts Diverses. Pass auf, wir können ja zumindest schon mal die paar Saplings in die Gartenkammer legen. Und vielleicht noch ein bisschen was zu essen mitnehmen. Beziehungsweise den Apfel weglegen, weil die Äpfel will ich nicht. Ich will Fleisch. Haben wir noch irgendwas Gebratenes? Ja, die, aber ich hätte gern Steaks. Pass auf, dann machen wir uns ein paar. Mach doch mal ein paar Steaks. So, Melonen haben wir auch noch eine Menge. Brot, sogar eine Karotte. Dämliche Weizen. Komm, das legen wir jetzt auch mal hier rein. Dann würde ich das Ganze gerne mal ordnen. Und zwar will ich jetzt erstmal da oben das ganze Holz hin haben. Das ist auch Oakwood. Haben wir ja gar nicht. Haben wir ja sogar mehr Birke als Eiche. Naja. So, Heuballen. Das tun wir auch mal da oben hin. Wolle. Wolle. Wo zur Hölle tun wir Wolle hin? Ja, da waren sogar schon 50 Wolle drin. So, dann hätten wir hier noch Gravel, Dörte, Oakwood Planks. Die zum Beispiel tun wir jetzt in die Holzkiste. Weil das sind einfach nur 5 und mit 5 kann ich nichts anfangen. Da nehme ich lieber die dicken Holzstämme mit und mache mir daraus was. Habe ich ja wenigstens ein bisschen Ordnung drin. So, diese Materialien tun wir jetzt dahin. Heuballen, so. Dirt 1. Dirt 1. Einfach nur ein Block. Das ist ja total viel. Das Bett, das kommt jetzt auch zu Diverses. Hier die String-Theorie auch. Mach mal Tür zu, ich will pennen. Gute Nacht. Ja, guten Morgen. It's me. So, hier, Essenskiste. Da haben wir hier schon mal so ein paar Blöcke. Ach, was denn jetzt schon wieder, ey? Nervt mich der Nachbar wieder mit seinen Zaubertricks, oder was? Runter von meinem Dach. Ah, erstmal steht da oben ein Enderman. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber wo kamen denn jetzt schon wieder diese dämlichen Geräusche her? Ich hasse diese Nachbarn. Immer die gleiche Scheiße. Autsch. So. Unser Haus ist auch total einbruchsicher. Da kann man gar nicht aufs Dach klettern oder so. Crafting Table, der Eimer. Dörte, pass auf. Wir machen jetzt mal Folgendes. Dörte, verbieß dich. So. Fackeln, hier haben wir noch so ein bisschen Werkzeug. Tun wir hier unten hin. So, die Schere. Ja.
Alter, die Schere. Keine Ahnung. Gravel brauchen wir auch eigentlich nicht. 2x64, aber wir können es mal mitnehmen. So, so will ich das haben. Und jetzt gehen wir los. Vielleicht noch ein Schiffchen. Und Steak. Steaks. Na, die zwei können wir jetzt auch noch drin lassen. Ein Schiefchen. Das reicht nicht. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dämliche Planks, die paar. Dann können wir uns jetzt auf die Reise machen. Das ist ja schon mal gut. Jetzt würde ich auch ganz gerne mal versuchen, ob man nicht, wenn man jetzt hier lang mit dem Schiffchen schippert, ne? Ob man dann nicht hier rum zu dem Wikingerlager kommt. Das würde ich gerne mal erkunden. Das ist immer so eine Tortur, hier durch diese Lilypads zu fahren. Man kann sie auch einfach kaputt hauen. Ist auch ganz praktisch. Was? Alter, ist mein Schiff gerade an den Tintenfischen zerschollen? Das finde ich aber ärgerlich. Tatsächlich. Super. Kann ich zufällig... Kann ich auf dieser Seerose bauen? Tatsächlich. So, pass auf. Ich krieg gerade keine Luft, aber ich würde mal ganz schnell ein Schiffchen basteln. So. Und dich würde ich ganz gerne wieder mitnehmen. Wunderbar. Hat ja 1A funktioniert. Wo ist mein Schiff? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist mein Schiff? Ich habe mein Schiff doch gerade ins Wasser gesetzt. Alter, wo ist mein Schiff? Ach, komm schon. Das ist ja ätzend. Da ist mein Schiff. Warum ist das denn jetzt... So. Es gibt Dinge, die verstehe ich nicht. Das war ein Beispiel. Kann ich da eigentlich durchfahren? Tatsächlich, dann gehen sie kaputt. Aber mein Schiff wahrscheinlich auch irgendwann. Darum soll ich das tunlichst vermeiden. So. Ist ja eigentlich auch ein schönes Eiland hier. Versuchen wir mal hier drumrum zu düsen. Oh, oh. Super. Oh, ist das toll. Das macht ja so viel Spaß. Meine Güte. Freunde, da wo Seerosen auf dem Wasser sind, ne? Zumindest in Minecraft, fahrt nicht mit einem Schiff dort lang. Sagte er und tat genau das, was er gerade sagte. Genau das, was er gerade sagte, nicht zu tun. So, es wird jetzt hier schon wieder kompliziert. Hier sind übrigens noch Saplings und... Warum kann ich mein Schiff denn jetzt schon wieder nicht steuern? Warum sind hier so viele Saplings im Wasser? Hallo, kann ich... Ich kann doch nicht mal aus meinem Schiff aussteigen! Es gibt ja wohl Grenzen. Ja, also selbst wenn das funktioniert, mit dem Schiff hier lang zu fahren, ne, das ist keine gute Idee und das sollte man nicht machen. Das mache ich jetzt einmal und dann nicht nochmal. Das ist mir eine Lehre. Das ist wahrscheinlich auch noch ein totaler Umweg, weil sich dieses Land hier so weit zieht. Kann ich da durchfahren? Das wäre jetzt natürlich der Hammer, aber das kann ich nicht. Ich muss tatsächlich außenrum komplett da auch noch lang. Mit ein bisschen Pech kann ich da noch nicht mal lang. Ich kann da noch nicht mal lang. Ach, weißt du was, ich gehe zu Fuß. Ihr könnt mich mal. Bam. Irgendwo hört der Spaß ja wohl auf. Hier sind übrigens auch Birken. Gut zu wissen. Hätte mal natürlich auch... Hat sich auch voll gelohnt, dass wir so weit gelaufen sind, wenn hier doch auch schon Birken sind. Ja, weißt du, ich plane das immer so durch, wie ich euch am besten langweilen kann. Ich liege nachts manchmal krampfhaft wach und denke mir drüber nach, wie ich euch am nächsten Tag wieder quälen kann. So. Wo geht's denn jetzt hier lang? Offenbar waren wir hier auch schon mal. Vielleicht der Tony. So. Ich habe mich verlaufen. Streng genommen müssen wir doch jetzt da lang, um zu dem Wikingerdorf zu kommen, oder? Ja, Freunde, tut mir leid, war nicht die beste Idee, muss ich zugeben.
Allerdings habe ich jetzt auch keinen Bock, hier lang zu schwimmen, ne? Pass auf, ich bastel mir jetzt das 10. Boot oder so. Warum kannst du die... Ach, das ist jetzt Junglewood. Toll. Vielleicht lässt sich das jetzt wenigstens kombinieren, ja, immerhin. Da haben wir übrigens auch noch welches. So, hier. Und da ist jetzt ein Dschungel, oder was? Das wird ja immer skurriler hier. Ah, guck mal. Hier sind wir richtig. Aber ich glaube von der falschen Seite. Ich könnte jetzt einen schlechten Witz machen mit... Ja, ihr wisst auch, was ich meine, aber den spare ich mir. Ja, dann müssen wir jetzt hier noch irgendwie drumherum schippern. Da ist echt Dschungel. Autsch! Toll. Einfach toll. Also das ist auch... Das ist wirklich eine Baukunst. Wir sollten Schiffbauer werden, wirklich. Weißt du, er hält keine drei hier Seerosen aus. Du fährst gegen drei Seerosen und schon ist das Schiff kaputt. Jetzt weiß ich auch, wie die Titanic untergegangen ist. Die wurde nämlich von uns gebaut. So, jetzt müssen wir hier mal irgendwie durchkommen. Was ist das denn? Das würde ich aber gerne mal wissen. Klotz für Klotz, Stein für Stein, so möge die Welt immer größer sein. Ich hoffe, du hattest Spaß an diesem Part unseres Minecraft Let's Plays. Falls dir das Video gefallen hat oder auch nicht, so bitte ich dich, mir Feedback zu geben, damit ich mich weiterentwickeln kann. Zu diesem Zweck kannst du wie auch zum Zweck der Verbesserungsvorschläge die Kommentarfunktion nutzen, dann kann ich mich auf dich einstellen und darauf Rücksicht nehmen. Über die eingeblendeten Links gelangst du beispielsweise mit einem Klick auf das TR-Symbol zu unserem Kanal und kannst dich etwas über uns informieren und schauen, was wir noch weiteres anbieten. Falls du dir die geballte Ladung Trotteltheater wünschst, so kannst du uns mit einem Klick links unten abonnieren und erhältst dadurch Benachrichtigungen zu sämtlichen neuen Videos. Ein Link zu unserer Facebook-Seite befindet sich in der Beschreibung und zu guter Letzt kannst du mit einem Klick rechts unten den nächsten Part dieses Let's Plays sehen, falls dieser schon vorhanden ist. Ich bedanke mich für dein Interesse, wünsche dir noch viel Spaß und sag auf Wiedersehen. Thank you.